Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Stopfer 15344 und wir spielen Soma auf der PS4 weiter. Ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir gehen jetzt, wie gesagt, weiter zur Kommunikationsrelais, was man uns mitgeteilt hatte. Mach ich Licht an. So dunkel hier. Okay, also Licht ist schon mal an. Wow. Also das Zeug werde ich auf jeden Fall nicht anfassen. Wir sind auf jeden Fall da rein. Das sind nochmal schöne Zeichnungen. Oh, sieht aus wie ein Roboter. Okay, ein Block. Oh mein Gott. Oh Gott, he's dead? He's dead. Oh, da ist jemand wirklich tot. Und das nicht auf die angenehme Art und Weise. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall das merken. 0722. Jetzt hier lang. Okay, man sieht schon, hier läuft Wasser rein. Oh mein Gott, da werde ich auf jeden Fall nicht dran rumspielen. Wir gehen wieder runter und ich werde den Computer eigentlich mal benutzen. Wenn es überhaupt geht. Okay, da hinten könnte man theoretisch vielleicht auch hin. So, wir brauchen die Nummer. Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussreger quasi am seidenen Faden hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es das dann wahrscheinlich gewesen. Wir sind weg, Karl. Ja, ich glaube, wir können es nicht... Okay, ja, genau, wir können es nicht weiter schicken. Das sieht man ja schon. Ups. Oh, wir haben das Lager aktiviert. Eine Kurzvorstellung der CCRV-7 Blackbox. Diese Blackbox ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst vielerlei Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an Vau gesendet, der Aufsichtseinheit von Pathos 2. Damit Ihnen die Station in jeder Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistung folgen Sie bitte den Autoinjektoranweisungen. So stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewendet wird. Okay, also liegt das wahrscheinlich in den Köpfen. Okay, also wir können da nichts machen. Ich werde jetzt wahrscheinlich den... Oh, wir können sogar Lichter machen. Cool. Ansonsten können wir...
Oh, Sturmflussregler ist ein. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Könnt ihr ja mal schnell mitkommen. Bitte lesen. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben. Okay. Das werde ich aber definitiv nicht tun, denn ich glaube, hier gibt es noch andere Dinge, die wir uns ansehen können, und das werden wir auch tun. Ups. Außerdem. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich genau dasselbe machen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt. Ups. 0, 7, 2. Okay, man sieht ja, wie viel hier gemacht wird. Wow, wir haben nicht mehr Jahre 2015, sondern wahrscheinlich Jahre 2103. Interessant. Also befinden wir uns in der Zukunft. Bloß, wenn wir in der Zukunft uns befinden, sind wir denn überhaupt noch ein Mensch? Amy, is that you? What happened to the pilot seat? Okay, wir können hier gar nichts machen, wie man sieht. Okay, die gehen schon zu der Maschine hin, so wie es sie anhört. What the hell happened to you? What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semke. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard to save a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Ja, also Semken weiß nicht, dass gestorben ist und dass jetzt sich in einer Maschine verwandelt hat. Everything. Und ich glaube, wir werden jetzt diesen Schalter betätigen, denn nur so werden wir wahrscheinlich weiterkommen. Oh mein Gott, es tut mir leid, aber ich weiß, wo ich lang muss. Es tut mir wirklich leid. Power Manager, können wir das jetzt? Wir können hier gar nichts. Ach so, hier. Jetzt geht's. So war's, genau. Es tut mir leid, aber nur so kommen wir weiter. Josie, hasn't Eva come along? We got everything we need to move, but we can't
can't leave the plant without supervision. Adam's decided to leave Amy, Asaro, and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule, and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the mold check. Okay, ja, hören wir etwas, was nun passiert ist. Wir werden uns alles anhören, um zu erfahren, was genau wirklich vorgefallen ist. It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys. I'm Peter Strask, and dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. All right, Jonesy. Have a safe trip. Hey. Hello? Theta? Upsilon. What's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Luar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Hello? Peter, was it? I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. That I like to hear. Okay. So ganz verstehe ich trotzdem noch nicht, was hier vorgefallen ist. Wir befinden uns in der Zukunft. Und ja, wir können theoretisch gar kein Mensch mehr sein, es sei denn, wir wurden eingefroren. Oh, man könnte das alles mal durchlesen. Johnsy, du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben. Wir aber haben die bessere Aussicht. Salut. Liebesfräulein, wickende sie uns dort dir. Was ist das denn für ein Name? Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Epsilon und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten, Jane Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wirklich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. Ola Blam oder... Nachricht. Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Ausschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Ausschlag 5 Stunden 13 Minuten. Was für ein Ausschlag. Johnsy, das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Epsilon zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse. Okay, also irgendwas scheint vorgefallen zu sein, was ein Beben. Es gibt einige Dinge, die ein Beben ausmachen können oder stehen lassen können. Aber egal, wir werden jetzt erstmal den Computer aktivieren. Den Rest werden wir schon in der Geschichte hoffentlich erfahren. Ich werde mal Delta eingeben, also... Okay, das Ding ist schon mal offline, dann müssen wir uns neu verbinden. Und zwar mit Lambda. Ich weiß gar nicht, ob wir da gerade sind, aber ist auch egal.
Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting. Sort of. I don't know. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? Ja. Oh, und Wasser tritt ein. Shit, 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 where should I? Oh, fuck! Auweia, was ist da bitte passiert? How is this possible? This is insane! Oh mein Gott, wir sehen irgendwie aus, als ob wir eine Maschine wären. Aber eine, die anscheinend... ja, gut ist, statt Böses zu tun. Oder wir sind in einem Anzug, so genau weiß ich es leider nicht. Aber das wäre meine Vermutung gewesen. So, und ihr habt ja unseren Auftrag gehört, wir sollen nach Lambda gehen. Find a shuttle to Lambda. Okay, also hier können wir schon mal gar nichts machen. Wow. Achso, das war nur das Licht. Nichts zu holen. Man sieht ja, es wird ab und zu mal was geladen. Und dadurch gibt es so einen kleinen Ruckler. Also auf jeden Fall soll es eine Apokalypse gegeben haben und wir sind eine Maschine. Ja, das hört sich sehr, sehr merkwürdig an. Aber egal. Was ist das? Come in, Zeta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The field. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Aw, oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Zeta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Ox. Good luck, Amy. Rooting for you. Okay, also haben wir schon mal etwas herausgefunden. Wir gehen tiefer ins Meer. Ich renne, denn ich möchte auf jeden Fall noch schaffen, zu einem gewissen Standort zu kommen.
Scheiße, wer ist das denn oder was ist das? Willst du uns helfen? Anscheinend freut sich unser Freund. Oh, weia. Wow, 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 bloß weg hier. Wow, was ist das denn? Och nee, Alter, wir sind immer noch verfolgt. Leider nicht, wo ich hin muss. Das ist echt ein kleines Problem. Okay, also wir scheinen schon mal richtig zu sein. Wie es scheint. Hoffe ich zumindest. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen und wir haben wahrscheinlich auch keine Karte. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Ich wollte die Aufnahme eigentlich gleich beenden, aber mitten im Wasser wäre es auch nicht so schön. Deswegen gehe ich jetzt einfach weiter, solange bis ich was finde und dann beende ich die Aufnahme. Where did I get a flashlight? Ja, ihr seht ja schon, es ist gar nicht so einfach hier überhaupt zu wissen, wo man hinläuft, wenn man einfach mal keine Informationen hat. Also, ich weiß nicht, wo wir hin müssen, ist das super, ey. Oh, ich scheine richtig zu sein. Oh mein Gott. Und hier ist auch die Shuttle-Station. Hoffentlich können wir es öffnen. Oh. Unser Freund hilft uns schon. Wir danken. Thanks, little guy.
Breakfast. So. Let's hope the shuttle still works. Nun gut, die Leute, ich würde mal sagen, ich beende hier die Aufnahme. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und es würde mich noch mehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like und einen Kommentar hinterlassen würdet. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Soma. Bis denn und tschüss.